Hilfe! Conjuring 2! Das ist viel zu gruselig für mich. Ich bin zwar kein großer Horrorfan, aber ganz so schlimm, dass ich mich jetzt hier im Studio in Fötusstellung zusammenrollen muss, war es eigentlich nicht. Ganz im Gegenteil, Conjuring 2 hat mir auch als Nicht-Horrorfan sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich kann vorwegnehmen, ich kann euch diesen Film nur empfehlen. James Wan hat hier mal wieder eine Meisterleistung als Regisseur, als Horrorregisseur gemacht. Der Mann weiß einfach, wie man gute Horrorfilme inszeniert, wie man das machen muss, wie man gruselige Stimmung auch ohne zu viele Jumpscares inszenieren kann. Conjuring 2, die Fortsetzung von Überraschung Conjuring 1. Dementsprechend haben wir auch Vera Farmiga und Patrick Wilson wieder als Ehepaar Warren, als Geisterjäger mit dabei. Außerdem in der Hauptrolle Madison Wolf, die ihr vielleicht aus Joy kennt. Da spielt sie meines Wissens die kleine Schwester von eben Joy. Die drei machen eine sehr gute Leistung, vor allem die junge Madison macht einen fantastischen Job als junge Schauspielerin. Wunderbar, der Film kommt am 16. Juli, beziehungsweise kam am 16. Juli in die Kinos. Könnt ihr euch also jetzt schon seit einer Woche angucken, deswegen sind wir auch jetzt schon dran mit der Review, nicht wahr? Worum geht es? Es geht um einen Fall eines Geisterhauses, Überraschung. Die Grundgeschichte fängt aber anders an. Ein Fall in Amerika, den das Geisterjäger-Ehepaar Warren untersucht, bringt den beiden sehr viel Publicity, weil er sehr gruselig ist und ungelöst. Und in diesem Fall hat ein Mann seine Familie auf brutalste Weise abgeschlachtet. Und das Ehepaar Warren ist eben da, um herauszufinden, ob da vielleicht ein Geist dran schuld war. Und die Frau spürt da auch eine Präsenz und hat eine Begegnung mit einer sehr gruseligen Nonne, die man auch aus dem Trailer kennt. Und diese Präsenz lässt sie beschließen, dass die beiden nie wieder oder zumindest keine aktiven Fälle mehr annehmen wollen. Sie können weiter Vorträge, sie sagt, sie machen gerne weiter Vorträge und gehen ins Fernsehen oder so, aber sie wollen keine aktiven Fälle mehr annehmen. Soweit, so gut. Dann passiert es aber, dass in England, ich glaube, die kleine Stadt heißt Enfield, ein Haus heimgesucht wird. Und genauer gesagt, eine Familie, eine Mutter, die dort lebt mit zwei Töchtern und zwei Söhnen. Alles noch sehr kleine Kinder, die älteste ist, ja, sagen wir mal 14. Man weiß es nicht so genau, ist aber ne, nur, dass ihr Bescheid wisst. Und eine dieser Töchtern, die ist vielleicht in dem Film 12, wird heimgesucht von einem Geist und eben auch dieses Haus. Das Ganze geht dann so weit, dass es in den Nachrichten ganz oben steht, auf allen Titelseiten ist, und die Familie aus dem Haus ausziehen will, dann aber merkt, dass die Tochter besessen ist. Das heißt, egal wo sie hinkommen, der Geist verfolgt sie. Das heißt, nur die Mutter und die kleine Tochter bleiben in dem alten Haus drin wohnen, wo es spukt, wo dieser alte Mann eben in seinem Sessel sitzt und diese Familie verfolgt. Ja, das kennt man übrigens auch schon aus dem Trailer, dass das ein alter Mann ist. Also da nehme ich euch auch nichts vorweg. Und die wohnen dann da alleine, die anderen Geschwister wohnen bei den Nachbarn, damit die wenigstens Frieden haben. Es ist alles unglücklich, die Familie sucht Hilfe bei der Kirche. Die Kirche traut sich aber nicht, Hilfe zu leisten, weil sie Angst haben, dass dieses ganze Gespuke ein Fake ist. Dass das kleine Mädchen und die Mutter sich das ausgedacht hat, damit die Gemeinde ihnen zu Hilfe kommt, weil die sind nicht sehr gut betucht, die Familie. Also die haben nicht viel Geld, der Vater hat sie verlassen und dabei so ungefähr alles mitgenommen. Und dann wendet sich die Kirche an das Ehepaar Warren, damit die mit ihrer Expertise herausfinden, ob da wirklich ein Geist am Werk ist. Und nach einiger Überzeugungsarbeit kann der Mann seine Frau auch davon überzeugen, dass dieser Familie geholfen werden muss. So, soweit jetzt aber auch zur Story, das muss reichen.
Wenn ihr so seid wie ich und sagt, mich stört das bei Horrorfilmen eigentlich immer, wenn am Ende die Lösung dann doch einfach nur ein Geist ist, dann solltet ihr Conjuring 2 auf jeden Fall gucken. Denn es sind zwar Geister, aber das wird ganz offen in dem Film schon von Anfang an thematisiert und wirkt dadurch auch nicht wie einfach nur eine faule Ausrede, um sich's am Ende einfach zu machen, dass man die Leute erschreckt hat. Sondern es ist wirklich eine stimmige Geschichte. Es geht nicht allein um die Jumpscares, wie ich am Anfang schon gesagt hatte. James Wan will einen nicht einfach nur erschrecken, sondern James Wan möchte einen wirklich in einen Film schicken, in dem man sich unwohl fühlt, wo die Atmosphäre einfach gruselig ist. Aber gleichzeitig bleibt der Film halt dabei immer noch technisch einwandfrei gemacht, hat unfassbar geile Ideen, cinematografisch, also filmisch, hat James Wan einfach unfassbar geile Ideen, die wirklich auch als Filmfan einfach nur Spaß machen. Ihr solltet diesen Film auf jeden Fall gucken, wenn ihr eigentlich keine Horrorfilme mögt, so wie ich, aber trotzdem mal einen guten Horrorfilm sehen wollt oder euch die ganze Zeit gesagt wird, ja, aber guckt ihr doch mal welche an, dann guckt euch die Horrorfilme von James Wan an, weil die kann man wirklich gucken, weil die sind nicht nur darauf ausgelegt, dass ganz viel Blut fließt und dass ihr erschreckt werdet. Außerdem kann ich euch den Film empfehlen, wenn ihr Fans seid von Verfilmung von echten Geistergeschichten, sage ich mal. Also die Geschichte von Conjuring 2 basiert auf, es heißt, dem meist dokumentierten Fall der Geisterjägergeschichte. Also es gab mal tatsächlich einen Fall in Enfield, der wohl so ähnlich war. Und dieser Film basiert auf diesem Geisterhausfall. Also es hat eine realistische Grundidee. Wenn ihr das mögt, gucken. Ihr solltet diesen Film folgerichtig natürlich nicht gucken, wenn ihr einen Horrorfilm haben wollt, wo viel gesplattert und erschreckt wird. Klar, ihr werdet auch erschreckt und ihr werdet euch auch erschrecken, das kann ich euch versprechen. Es sei denn, ihr seid so kaltherzige Menschen wie die Julia, die hat nämlich ganz hart behauptet, dass sie sich überhaupt nicht erschrecken würde bei solchen Horrorfilmen. Ich glaube dir das immer noch nicht, Julia. Ich glaube dir das einfach nicht. Auf jeden Fall solltet ihr Conjuring 2 dann nicht gucken, denn es geht hier tatsächlich mehr um Atmosphäre und um das perfekte Spiel von wann wird was gezeigt und wann wird was wie gezeigt und wie viel davon. Und das hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr nur ein Gesplatter und Brutalität haben wollt, ist das nichts für euch. Wenn ihr keine Geistergeschichten mögt, also auf gar keinen Fall Geistergeschichten mögt, dann ist das natürlich auch nichts für euch, weil es ist eine Geistergeschichte. Und wie schon gesagt, es geht auch ganz offen damit um, dass es eine Geistergeschichte ist, was ich eben wieder positiv vermerke. Aber wenn ihr eben keine Geistergeschichten mögt, dann werdet ihr das sicherlich nicht positiv vermerken. Ein negativer Punkt ist vielleicht, dass es kein wirkliches Rätsel gibt. Also bei Horrorfilmen hat man ja oft dann das Coole, dass man die ganze Zeit lang nicht weiß, was es ist. Ja, und dann führt es irgendwann zur Lösung. Und bei Conjuring 2 ist es eigentlich eine relativ geradlinige Geschichte. Also du weißt eigentlich von Anfang an, was Sache ist. Das ist halt ein Geist. Und das Problem ist halt nur noch, wie werden wir den jetzt wieder los? Und das ist dann der Twist ist ein bisschen zu viel gesagt, aber da wird dann hingearbeitet, dass man den Geist auch wieder los wird. Ich kann euch natürlich noch einen persönlichen Tipp geben. Also ihr solltet diesen Film nicht gucken, wenn ihr keine Kuscheldecke dabei habt, weil dann könnt ihr euch hinter nichts verstecken und das wird dann unangenehm. Also ich habe mich hinter meinem Pulli versteckt. Womit wir wieder in der Endcard angekommen wären, schaut euch Conjuring 2 an, wenn ihr die Filme mögt von James Wan oder auch wenn ihr noch keinen James Wan gesehen habt, dann guckt euch Conjuring 2 auf jeden Fall an. Ich habe Conjuring 1 leider noch nicht gesehen. Ich muss zugeben, das muss ich noch nachholen. Konnte deswegen leider mich in meiner Review jetzt auch nicht darauf zurückbeziehen. Ich verspreche euch aber hoch und heilig, dass ich mir Conjuring 1 noch angucken werde, um mein Wissen noch etwas zu erweitern. Ihr könnt derweil andere Zockvideos gucken, unten links und rechts. Und auch mittlerweile für die mobilen Nutzer unter euch in der Beschreibung verlinkt. So sind wir immer auf dem neuesten Stand.